Es muss ein Schock gewesen sein für die Besitzerin dieses Minis. Nur eine große Stromleitung hält ihn noch an der Oberfläche. Dieses Handyvideo einer Anwohnerin zeigt, wie es hier vor einigen Stunden noch aussah. Die Feuerwehr musste etliche Keller leerpumpen. Außerdem war ein Altenheim in der Nähe betroffen. Dort war der Parkplatz überflutet, sodass auch die Türen nicht ganz zugänglich waren, beziehungsweise auch Krankentransporte nicht zum Altenheim hinkommen konnten. Teilweise standen die Keller 70 cm unter Wasser. Elke Kania gehört ein Mehrfamilienhaus in der Straße. Jetzt sorgt sie mit einem Mieter dafür, dass das Wasser schnell wieder abläuft. Für sie werden alte, unschöne Erinnerungen wach. So, da habe ich gedacht, jetzt hast du uns auch erwischt. Und man hat natürlich die Katastrophenbilder im Kopf, klar. Weil das vor 2 Jahren ja hier auch schon mal passiert ist. Und da standen die Keller richtig tief unter Wasser. Ja, es war ein ziemlich großer Schreck. Mitten im Interview mit der Donitz sackt das Auto im Hintergrund weiter ab. Keiner weiß, wie weit die Straße unterspült ist. Klar ist nur, es hat eine Haupttransportleitung getroffen. Die Ursache ist noch unklar. Jetzt muss erst einmal aufgeräumt werden. Wir haben natürlich hier sind weiträumig von dieser Stelle natürlich entfernt, um eben auch nicht in diesen unterspülten Bereich hineinzukommen. Und dementsprechend versuchen wir jetzt natürlich, das Auto zu bergen. Das hat im Verlauf des Vormittags dann auch geklappt. Jetzt beginnt die Ursachensuche.